guten Morgen zusammen. Wenn Sie das Bedürfnis haben, uns auch guten Morgen zu sagen, hier, die wir um die Bühne herum sind und auf der Bühne sind, geben Sie doch einmal die Lichthupe als Zeichen, ob Sie uns auch einen guten Morgen wünschen. Notfalls muss man auch die Zündung anstellen. Ja, ich sehe ganz viel blinken. Super. Jetzt haben wir die Sprechprobe auch schon hinter uns gebracht. Dankeschön. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute Morgen, Pfingstmontag, zu diesem ungewöhnlichen Gottesdienst auf dem Karnapper Platz im Autokino und freue mich, dass so viele sich angemeldet haben und so viele dabei sind. Wir sind die ACK-UG in Wuppertal, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Gemeinden, eine Einrichtung, die es schon seit 50 Jahren gibt. Eigentlich wollten wir in diesen Tagen, nämlich genau gesagt am 5. Juni, das 50-jährige Jubiläum feiern, was aber Corona-bedingt jetzt um ein Jahr verschoben ist. Ich sage auch gleich das Datum zum Merken dazu. 11.06. ist der neue Termin im Jahr 2021. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Gemeinden in Wuppertal tauscht sich also schon über 50 Jahre theologisch miteinander aus und immer um die Pfingstzeit herum gibt es auch eine größere Veranstaltung. Heute also diese Veranstaltung und wir sind sehr dankbar, das werde ich aber gleich noch sagen, dass wir hier in diesem Autokino sein dürfen. Ich sage zu meiner Person nochmal, wir kennen uns ja nicht so wirklich, ich bin der Gerson Monhof, evangelischer Pfarrer und bin im Moment der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Gemeinden in Wuppertal. Ich will aber dazu sagen, dass wir auch unterstützt werden vom katholischen Stadtdekanat und vom evangelischen Kirchenkreis und natürlich auch von den anderen Gemeinschaften und Kirchen, die dabei sind. Dieser Gottesdienst heute Morgen ist ein sehr ungewöhnlicher Gottesdienst. Das merken Sie schon alleine daran, dass Sie im Auto sitzen. Das haben Sie wahrscheinlich eher noch nicht gemacht bei einem Gottesdienst. Ich glaube aber, dass es eine besonders gute Möglichkeit ist, den Corona-Schutzbestimmungen nachzukommen. So sind wir in unseren häuslichen Gemeinschaften zusammen, können einander nicht gegenseitig anstecken, falls denn wirklich mal jemand dabei sein sollte, der Corona mit sich trägt. Wir sind auch deshalb heute in einem ganz ungewöhnlichen Gottesdienst, weil alle Konfessionen, die in Wuppertal vertreten sind, auch hier heute anwesend sind. Wir sind aus Gemeinden der katholischen Tradition, der evangelischen Tradition, der orthodoxen Tradition, auch der freikirchlichen Tradition. Das ist etwas ganz Besonderes, das entspricht genau dem Pfingstgeist. Wir sollen ja untereinander uns verstehen und mit dem Evangelium beglücken. Dazu kommen da noch eine ganze Reihe Menschen, die uns über die Kamera und über die Technik, über das Internet hier sehen und mit uns gemeinsam die Gottesdienstgemeinde bilden. Die Kirche St. Antonius in Verbindung mit dem Pepe TV filmt diesen Gottesdienst und er wird gerade jetzt auch ins Internet gestreamt und man kann diesen Gottesdienst dann nachher auch im Internet auf dem YouTube-Kanal von St. Antonius abrufen, wenn Sie den also noch einmal genießen wollen, wie schon jetzt. Da hatten wir ja darauf hingewiesen schon im Internet, dass dieser Gottesdienst gefilmt wird. Ich denke mal, da wird jetzt niemand überrascht sein. Ganz toll ist auch, dass auch das Vorbereitungsteam und die Mitwirkenden sich zusammensetzen aus diesen vier Traditionen, die ich gerade genannt habe. Katholiken sind hier vorne, Evangelische sind hier vorne, Orthodoxe und auch Freikirchler wirken hier mit, haben mit vorbereitet. Das ist auch der Pfingstgeist, der uns hier zusammengeführt hat. Und so möchte ich dieses Team auch begrüßen. Die meisten stehen jetzt hier neben der Bühne und warten auf ihren Part. Da hinten ist der Backstage-Bereich, da stehen auch ein paar bereit. Und wir müssen das irgendwie so hinbekommen, dass wir Corona-gemäß auf der einen Seite auf der Bühne raufkommen und auf der anderen Seite wieder runtergehen. Dann begrüße ich die Band des Joanneums. Sie kennen wahrscheinlich... Ja, bitte einmal... Ich glaube, das erste Lied war nicht so schlecht. Das habt ihr gut gemacht.
sonst hätten die vielleicht jetzt nicht gehupt. Ja, vielleicht denken Sie, die stehen aber ein bisschen nah beieinander, aber die dürfen das auch Corona-bedingt, bilden Sie, oder unter den Schutzbestimmungen, bilden Sie eine häusliche Gemeinschaft, wenn Sie wahrscheinlich auch aus ziemlich unterschiedlichen Haushalten, wahrscheinlich aus unterschiedlichsten Städten kommen. Sie nicken, also stimmt das, was ich sage. Das Filmteam habe ich schon erwähnt, auch dem ein herzliches Willkommen. Das ist toll, dass wir diese Möglichkeit haben, den Gottesdienst zu übertragen. Die Gebärdensprachdolmetscherinnen und Seelsorgerinnen sehen Sie dort. Die Frau Huppertz ist gerade dabei, Frau Weber sitzt dahinter. Ja, auch einmal bitte begrüßen, jawohl. Und wenn Sie mich jetzt gut verstehen können und es gut sehen können, auch auf der Leinwand, dann geben Sie auch der Technik das Begrüßungssignal. Super, danke. Ja, was jetzt geschieht, ist, dass wir einen Gottesdienst feiern in einer auch wiederum ungewöhnlichen Form. Traditionelle, interaktive, besinnliche und außerordentliche sprachliche Formate, so möchte ich das neudeutsch ausdrücken, haben heute Morgen hier Platz auf der Sparkassenbühne. Und darauf können, dürfen wir uns freuen. Was ich aber hinzufügen möchte, ist, dass das Entscheidende allein ist, dass auch in diesem ungewöhnlichen Gottesdienst wir zusammengeführt werden durch den Heiligen Geist heute zu Pfingsten. Es ist der Geist der Liebe, der Versöhnung, der Kraft, die Gott uns schenkt. Und wir werden über alle Konfessionsgrenzen und über alle Blechgrenzen hinweg miteinander zu diesem Gottesdienst verbunden. Und unter dieser Prämisse wünsche ich nun uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Und lassen Sie uns miteinander singen, denn auch das dürfen wir, wenn wir in den Autos bleiben, auch wenn wir das Fenster vielleicht ein klein bisschen runtergekurbelt haben wegen der Sonne. Wir dürfen miteinander singen, auch ohne Maske. Sie haben die Gottesdienstblätter alle erhalten und Sie finden dort als erstes Lied ausgewiesen: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Einen gesegneten Gottesdienst. Sicher geführt.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der doch Himmel und Erde gemacht hat, der sein Wort ewiglich hält und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Lasst uns miteinander singen, beten, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun, singen, beten, loben den Herrn. Singen, beten, loben den Herrn. Singen, beten, loben den Herrn. Gott verbindet, so unser Motto. Es gibt eine Plakataktion der Vereinten Evangelischen Mission zu Pfingsten, von der alle Autofahrer hier eine Karte bei der Einfahrt erhalten haben. Warum Pfingsten? Der Geist Gottes ist gekommen. Feurig und stark, manchmal sanft. Gott überwindet Grenzen und verbindet Menschen. Kirche wächst. Diese heilige Kraft macht Mut. Auch dir. Darum. Diejenigen, die kommen konnten, konnten beim Einzug als kleine Variante folgende Schilder sehen. Pfingsten. Gottes Geist ist gekommen. Gottes Geist ist feurig und stark. Gottes Geist ist sanft. Gott überwindet Grenzen. Jesu Gemeinde wächst. Gott verbindet Menschen. Heilige Kraft macht Mut. Wir wollen zu drei Aussagen exemplarisch etwas hinzufügen. Lieber Bruder Eleftherios Agriopoulos von der griechischen orthodoxen Kirche, was meinen Sie zu den Worten und was bedeuten sie Ihnen, Gott überwindet Grenzen? Der Turmbau von Babel führte die Menschen voneinander weg, indem sie sich nicht mehr in einer Sprache verständigen konnten. Das Pfingstereignis hebt dies auf, indem der Heilige Geist jeden Menschen in seiner Sprache wieder einlädt, um ihn nunmehr mit allen Menschen in Gott sich zu vereinen. Im Evangelium von Johannes lauten die letzten Worte Jesu vor seiner Gefangennahme: Alle sollen eins sein. Lieber Bruder Bruno Kurt, als Dechant der katholischen Kirche hier im Stadtdekanat Wuppertal, was kommen Ihnen für Gedanken bei Gottes Geist ist sanft? Zuerst denke ich an Jesus Christus, den Gesalbten Gottes, der mit Gottes Geist gesalbt ist, gesandt ist. Und seine Vollmacht ist sanft. Sein Königtum, sein Reich ist voll Milde. Ich denke an den Trost. Gottes Geist schenkt Trost, lindert die Schmerzen, heilt die Wunden der Seelen, der Menschen und macht wieder Mut. Und ich denke an Menschen, die in Gottes Geist sanftmütig sind in dieser Welt, die sich mit Entschiedenheit und Kraft der Welt und den Menschen zuwenden, so dass es gut tut, die auch Wunden heilen und die Vergebung und Versöhnung ermöglichen. Gottes Geist ist sanftmütig. Mir als Johannes Schimanowski, der ich den evangelischen Kirchenkreis Wuppertal vertreten darf, fällt Folgendes zu dem Satz ein:
Heilige Kraft macht Mut. Heilige Kraft ist für mich geistliche Kraft, geistliche Power. Nicht durch Heer mit Doppel-E geschrieben oder muskuläre Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Gott der Herr. So schon vor 2250 Jahren der biblische Prophet Zacharja. Ausgesucht für diese Woche als Wochenspruch unserer Gemeinden und Kirchen. Martin Luther sagte einmal, ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Das andere gilt aber auch gleichzeitig. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Darin steckt unsere dialektische Glaubenspower, die uns Mut macht, im Alltag unsere Aufgaben anzugehen und sie zu bestehen. Die uns aber auch liebevoll und barmherzig sein lässt. Demut hat auch mit Mut zu tun. Mut zu haben, für andere, für Schwächere da zu sein, jetzt und für alle Zeit. Von diesem Heiligen Geist, von dem wir jetzt schon so viel gehört haben, den rufen wir jetzt an und bitten ihn um sein Kommen. Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein. Nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut. Du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Dich sendet Gottes Allmacht aus, in Feuer und in Sturmes Braus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Lass gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt. Den Vater auf dem ewigen Thron und seinem auferstandenen Sohn, dich, Odem Gottes, Heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gott verbindet. Verbinden, sagt der Duden, ist ein starkes Verb. Gut zu wissen. Gott handelt in starken Verben. Und die braucht es auch bei all den Kerben und Scherben, die wir so im Laufe des Lebens erwerben. Wenn Hoffnungen sterben und Träume verderben, wenn blaue Himmel sich langsam ins Schwarze verfärben, dann ist es gut und macht mir Mut, das zu wissen. Gott handelt in starken Verben. Glauben dagegen, sagt der Duden, ist ein schwaches Verb. Danke, das wusste ich auch so. Verbinden, sagt der Duden, hat 11 Bedeutungen. Erstens, einen Verband anlegen. Gott verbindet deine Wunden, legt sich wie Salbe auf Schrammen und Schrunden, die dir in dünnhäutigen Stunden und an aufgeregten Tagen das Leben du selbst oder andere geschlagen haben. Und wenn wir hier heute gemeinsam singen, Gott unsere gesammelten Anliegen bringen und unsere Gebete ausnahmsweise gemeinsam erklingen, dann werden heute auch ein paar von den Wunden verbunden, die die Glieder am Leib Christi tragen, die wir uns gegenseitig geschlagen haben in Kriegen und Kämpfen seit 500 Jahren. Zweitens, sagt der Duden, verbinden heißt, eine Art Binde vor oder um etwas binden, um auf diese Weise eine Funktion einzuschränken oder unmöglich zu machen. Auch das ist vielleicht manchmal richtig und wichtig, dass wir unsere Augen und Ohren verbinden und für den Moment mal ertauben, erblinden für das, was uns voneinander noch trennt, für uralte Fehler, längst vergebene Sünden, damit diese Welt, diese Stadt mal erkennt, was uns verbindet, ist mehr als uns trennt. Drittens, sagt der Duden, etwas bindend zu etwas verarbeiten und viertens zu einem Ganzen zusammenfügen, zusammenhalten, mit etwas zusammenkommen und etwas Neues bilden. Ich lebe in einer Welt, die sich zunehmend atomisiert und individualisiert, digitalisiert und anonymisiert, wo man sich abstrahiert und amputiert, sich auseinanderdividiert und wo in der sozialen Kälte zwischen den sozialen Welten trotz Klimawandel jeder friert. Wo alles auseinanderdriftet, wo die Stimmung sich vergiftet, da meldet sich der Geist und stiftet Gemeinschaft, die uns hoffen heißt.
wo Gottes Geist die Erde streift und Menschen an die Herzen greift, da wird das ewige Streiten und Spalten für den Moment lang angehalten. Da bildet sich aus Millionen Atomen ein fester Körper, eine einzige Einheit. Da entsteht aus Milieus und fremden Nationen etwas, von dem Christus sagt: Dies ist mein Leib. Fünftens sagt der Duden: Zwei voneinander entfernte Dinge durch Überbrückung des sie trennenden Abstands zusammenbringen und in engere Beziehung zueinander setzen. Rose Ausländer hat mal geschrieben: Wir wohnen Wort an Wort. Was sie nicht gesagt hat, ist, dass die Mauern dazwischen ziemlich dick sein können. Die da drüben, die reden anders wie wir, sagt die alte Frau am Döppersberg. Und sie zeigt vage in irgendeine Ferne, die in Sachsen, Polen oder der Mongolei liegen könnte. Sie meint aber Barmen. Wir wohnen Wort an Wort. Aber die Wände sind ziemlich dick. Wir sprechen Arabisch, Albanisch, Katalanisch, aber das kommt mir meistens Spanisch vor, Armenisch, Italienisch und Dänisch. Sie wissen schon Smørrebrød und Estnisch und Englisch und Elberfelder und Barmer Platt. Man kann nicht kommunizieren, aber das heißt nicht, dass man sich nicht kräftig missverstehen kann. Und dass Kommunikation überhaupt funktioniert, das kann man mit Fug und Recht als Wunder bezeichnen. Ein Pfingstwunder. Und das kann wie Pfingstrosen auch vor deiner Haustür passieren, wenn du dich plötzlich verstanden fühlst oder jemand anderen verstehst und du weißt vielleicht nicht warum. Gott verbindet. Sechstens, sagt der Duden, heißt verbinden auch, durch Herstellen einer Telefonverbindung in die Lage versetzen, mit jemandem zu sprechen. Vielleicht ist Gottes Geist wie das Fräulein vom Amt. Vermittlung, Moment, ich verbinde. Und vielleicht ist Gottes Geist auch wie ein Netz ohne Funklöcher, ohne Roaminggebühren und versteckte Kosten. Vielleicht heißt Pfingsten, dass Gott von oben eine alte Konservendose an einer Schnur auf die Erde runterlässt und auf der anderen Seite der Wolken hineinruft: Hallo, hallo. Und sich die Dose ans Ohr presst und sich wie ein kleines Kind freut, wenn jemand auf der Erde die Büchse in die Hand nimmt und sagt: Hier bin ich, ja. Und siebtens sagt der Duden noch dies und achtens sagt er das und neuntens jenes. Und zehntens sagt der Duden, die Grundlage einer Beziehung zu jemandem sein. Wir wohnen Wort an Wort, schreibt Rose Ausländer. Wir wohnen Wort an Wort, sag mir dein liebstes Freund. Meines heißt du. Gott verbindet. Jesus hat mehr Schwestern und Brüder, als Wuppertal Baustellen hat. Der Heilige Geist ist Friedensstifter und Beziehungspfleger, Matchmaker und Kuppelkünstler, Familienfürsorger und Verbandsträger. Man sagt, Blut ist dicker als Wasser, aber Geist ist noch mal eine Nummer stärker. Alle werden Schwestern, Brüder, wo sein sanfter Flügel weilt. Wir sind eine Familie. Und wie in jeder Familie gibt es auch in Gottes großer Mischpoke Sonne und solche. Da gibt es die, die du magst und denen du dich verwandt fühlst, auf die du dich blind verlassen kannst. Da gibt es die, die halt irgendwie dazugehören und zum Glück auch nicht groß stören. Da gibt es die, von denen du froh bist, sie nur an Weihnachten zu sehen. Da gibt es die, die zum Glück einen anderen Nachnamen haben. Da gibt es die nervige Cousine, den großkotzigen Schwager und leider auch den unsympathischen Onkel, von dem du ahnst, dass er AfD wählt. Da gibt es die, die dir auf ewig ein Rätsel bleiben und bei denen du denkst, wenn das Haus unseres Vaters viele Wohnungen hat, dann hoffe ich verdammt nochmal, dass unsere Zimmer sehr weit auseinander liegen.
Aber Blut ist dicker als Wasser. Und Geist ist nochmal eine Nummer stärker. Und elftens schreibt der Duden unter der Überschrift Verbinden, starkes Verb. Und er schreibt leider auch, dass das ein etwas veralteter Ausdruck ist. Verbinden heißt zu Dankbarkeit verpflichten. Und ich bin dankbar. Dankbar, dass Gott unsere Grenzen überwunden und uns miteinander verbunden hat. Dass er uns durch den Geist verbunden bleibt. Dankbar, dass auch in Wuppertal Pfingstwunder geschehen. Und dass junge Leute Visionen und die Alten noch Träume haben. Visionen, mit denen man nicht zum Arzt gehen muss, sondern die zum Markt getragen und von den Dächern der Stadt gerufen werden. Ich bin dankbar, dass Verbinden so ein starkes Verb ist. Denn selbst wenn Glauben nur ein schwaches Verb ist, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und damit auch in dir und mir. Amen. Gott verbindet. Zur Vertiefung der Predigt einige Fragen, die Sie mit oder in Ihren PKWs beantworten können, mit der Lichthupe für Ja und mit der Warnblinkanlage für Nein. Ich hoffe, Sie wissen, wo die Warnblinkanlage ist. Erste Frage. Gott verbindet. Haben Sie Mittwoch den Witz in der WZ gelesen? Fragt die eine Ziege eine andere Ziege: Fährst du mit zum ökumenischen Autokino-Gottesdienst am Pfingstmontag? Meint die andere Ziege: Nein, habe keinen Bock. Das war nicht ganz ernst gemeint. Haben Sie es gelesen? Das ist die Frage. Ja oder nein? Eher nein. Zweitens, Gott verbindet. Einen Verband, eine Binde anlegen. Wer von Ihnen hat im Auto einen Mund- und Nasenschutz angelegt oder parat? Ja, für ich bin dabei. Nein, ich habe keinen Bock, ihn im Auto anzulegen. Dritte Frage. Gott verbindet. Verbinden bedeutet, etwas bindend zu etwas verarbeiten. In manchen Kirchen wird großer Wert auf die Geistesgaben und Charismen von einzelnen Personen gelegt. Was meinen Sie?
Haben Sie den Heiligen Geist, Lichthupe für ja, oder gehen Sie lieber auf Abstand und sagen, das ist gar nicht so wichtig, dann nein, Warnblinkanlage. Einer macht die Scheibenwischer an. Gott verbindet. Zu einem Ganzen zusammenfügen, zusammenhalten, mit etwas zusammenkommen und etwas Neues bilden. Das Pfingstwunder besteht in der Überwindung der Sprachbarriere, die laut der Urerzählung seit dem Turmbau von Babel entstanden ist. Gott verbindet, dass die Jünger sich plötzlich verstehen und in Sprachen sprechen, die ihnen selbst fremd sind. Ist das richtig, dann die Lichthupe? Ist das falsch, dann die Warnblinkanlage? Gott verbindet zwei voneinander entfernte Dinge durch Überbrücken des sie trennenden Abstands zusammenbringen, sie in engere Beziehung zueinander setzen. Meinen Sie, das geht auch mit 1,5 Meter Abstand draußen oder drinnen im Auto? Ja oder nein? Es waren nur 3000 Leute. Nur, Gott verbindet. Verbinden. Durch Herstellen einer Telefonverbindung in die Lage versetzen, mit jemandem zu sprechen. Was meinen Sie? Sind wir auf einem guten Weg, innerhalb der großen Kirchen zur Einheit in der ganzen Welt zu werden, um mit einer Stimme zu sprechen oder eher nicht? Ja, ich glaube an die übergeordnete heilige christliche apostolische Kirche oder? Nein, die Christen kochen sowieso nur ihr eigenes Süppchen in ihrer jeweiligen Institution. Ja, spannend, diese Antwort. Siebte Frage. Gott verbindet. Weil 7 mal 7 49 ergibt plus 1 gleich 50. Frage. Pfingsten findet immer 70 Tage nach Ostern statt. Ja für richtig, nein für falsch. Genau, 50 Tage. Und elftens, zu Dankbarkeit verpflichten, also verbinden. Trotz der aktuellen Pandemie haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Oder haben wir Wuppertal eher Grund zu klagen und uns zu beklagen? Ja für dankbar, nein für Klage. Als Zusatzfrage, kriegen Sie noch alle Bedeutungen des Duden, was das starke Verb, Tu-Wort, verbinden, aussagen kann, zusammen? Ja oder nein? Einen Verband anlegen, etwas bindend verarbeiten, zu einem Ganzen zusammenfügen, überbrücken, telefonisch verbinden, 50 Tage nach Ostern, Dankbarkeit haben und verbinden. Fürs Mitmachen. Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht.
Wir wollen Fürbitte halten. Wir bitten dich, Gott, mit allen Kirchen und Gemeinden als Christen, die an Jesus Christus glauben, um deinen guten Geist, dass er uns verbindet. Für Junge und Alte, Gesunde und Kranke, für Fröhliche und Traurige, für Zuversichtliche und Verzweifelte, gerade in dieser sogenannten Corona-Krise, für Standfeste und Wankelmütige, für Reiche und Arme, für Behütete und Obdachlose, für Einheimische und Fremde, für uns alle, dass wir nicht aufhören, nach dir zu fragen und die nicht aus den Augen verlieren, die uns brauchen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Wir bitten dich, Gott, mit allen Kirchen und Gemeinden als Christen, die an Jesus Christus glauben, um deinen guten Geist für alle, die auf der Suche nach dir sind, um den Geist der Einheit, der Liebe, der Gerechtigkeit, der Hoffnung auf bessere Zeiten und auf den Frieden, dass er uns verbindet, andere Meinungen hilft zuzulassen und uns auch andere zu akzeptieren und trotzdem in den Hauptfragen des Glaubens einig werden lässt. Du überwindest Grenzen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Wir bitten dich, Gott, mit allen Kirchen und Gemeinden als Christen, die an Jesus Christus glauben, um deinen guten Geist, dass er uns verbindet. Für alle, die sich mit den bestehenden Verhältnissen und Zuständen nicht zufrieden geben können. Für alle, die sich einsetzen für Frieden und Freiheit, für den Schutz des Lebens, die Bewahrung der Schöpfung. Manchmal feurig und stark, manchmal sanft. Du machst Mut, du schenkst Kraft und Besonnenheit. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Wir bitten dich, Gott, mit allen Kirchen und Gemeinden als Christen, die an Jesus Christus glauben, um deinen guten Geist, dass er uns verbindet. Für alle, die in unserer Gesellschaft Verantwortung tragen, dass sie sich in ihren Entscheidungen an deinem Willen orientieren und tun, was dem Wohl des Menschen und der Erde dient. Aber auch für uns als Bevölkerung, dass wir sinnvolle Maßnahmen einsehen, Regeln einhalten, diszipliniert bleiben, helfen, lieben, fördern, Hoffnung ausstrahlen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht,
Christus meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Wir bitten dich, Gott, mit allen Kirchen und Gemeinden, als Christen, die an Jesus Christus glauben, um deinen guten Geist, dass er uns verbindet, um deinen guten Geist für alle, die in unseren Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften mitarbeiten und mitwirken, um unsere Freunde und Partner in aller Welt, dass es uns gelingt, dein Evangelium von Pfingsten möglichst vielen weiterzusagen und weiterzugeben, worin unsere Kraft besteht, wie dein Geist verbinden kann, damit wir Menschen uns mehr und mehr verstehen. Herr, erhöre uns und erbarme dich unser. Lasst uns alle gemeinsam das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
dürfen um Gottes Segen bitten. Der sich trinitarisch zeigende Gott, an den wir glauben, segnet uns als der himmlische Vater, der seine Kinder liebt. Gott sendet uns in der Mission des Jesus von Nazareth in diese Welt. Er ist unser Christus und beauftragt uns, sie zu verändern, zu verbessern und zu verwandeln von innen her. Gott gibt sich uns mit seinem Heiligen Geist. Gott schenkt uns eben keinen Geist der Furcht, sondern den der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir seinen Frieden. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ja, das war unser Gottesdienst im Autokino hier auf dem Karnapper Platz. Ich bitte mal die Akteure jetzt hier nach vorne zu kommen. Das geht im Corona-Abstand hier vor der Bühne. Herr Romano, kommen Sie ruhig dazu. Herr Temme auch dazu. Es gibt ja noch ein paar Leute hinter den Kulissen, die alle mitgewirkt haben. Vielen Dank dem Team für diesen schönen Gottesdienst. Ich muss noch etwas dazu sagen. Wir haben auf dem Programm alle Namen derer aufgeschrieben, vorne auf der Titelseite. Wer hier mitgewirkt hat, der
die hier auf der Bühne standen, die im Hintergrund mitgewirkt haben. Einen Namen müssen wir austauschen. Der Pater Samuel konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht kommen. Dafür ist Annegret Hirt, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Antonius, dazugekommen. Sie haben sie bei der Fürbitte erlebt, sodass ein Name ausgetauscht werden muss. Wir wünschen dem Pater Samuel natürlich gesundheitlich von hier aus alles Gute. Ja, jetzt möchte ich einen Dank sagen. Kleinen Moment, ich muss einmal abtauchen für die Kameras. Ja, der Johannes Szymanowski hat so wunderschöne Pfingstrosen auf diesen Altar gestellt. Noch ein paar andere Rosen dabei. Ich habe ein paar Pfingstrosen mitgebracht, die noch nicht aufgegangen sind. Und ich würde mir wünschen, dass das ganze Team gleich eine davon mit nach Hause nimmt und dann erlebt, wie in den nächsten Tagen diese Pfingstrose aufgeht und die Wirkung dieses Gottesdienstes noch ein bisschen bei uns anhält. Das wäre sehr schön. Alle diejenigen, die mitgewirkt haben, sind genug da, können sich eine mitnehmen. Aber bitte nur eine, sonst reicht es eben nicht. So, jetzt kommt die wichtigste Nachricht überhaupt, bevor ich bei der Danksagung weiter. Okay, seien Sie gespannt. Der Band möchte ich danken. Band des Johanneums, ihr habt super musiziert. Also ihr müsst jetzt damit rechnen, dass ihr weitere Engagements bekommt. Dann den beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen danken wir. Dann haben wir gleich zwei Einweiserteams, da mit den gelben Jacken. Das sind die, die Ihnen die Plätze gezeigt haben, wo Sie zu stehen kommen. Die sind diejenigen, die für diesen Teil zuständig waren. Und am Eingang war ein Team der Neuapostolischen Kirche Wuppertal. Die haben Ihnen die Liedblätter gegeben. Für beide Teams auch bitte einen Applaus. Ohne Technik ist alles nicht möglich, auf einer solchen Bühne den Ton in die Autos zu übertragen. Ganz herzlichen Dank der Technik, hier vor allen Dingen hier links die akustische Technik und die Bühnentechnik und hier rechts die Filmtechnik auf der anderen Seite. Die sitzen dahinter, die können Sie nicht sehen, aber die sitzen da, das kann ich Ihnen vergewissern. Und ja, ich bitte einfach auch für die um einen Applaus. Ja, und der Rahmen drumherum, der ist gesetzt worden von den Sponsoren. Und ich finde auch, das ist legitim, dass die Sponsoren ordentlich erwähnt werden. Das finde ich immer ganz wichtig. Und ich darf Jürgen Harmke einfach mal so ein Handzeichen rüberwerfen. Er winkt da aus dem Auto. Er ist bei der Stadtsparkasse Wuppertal verantwortlich für diese Veranstaltungen. Ja, wir feiern natürlich einen Gottesdienst, keine Werbeveranstaltung. Trotzdem versprechen wir natürlich, treue Kunden der Sparkasse zu bleiben. zu bleiben oder zu werden. Dann bedanken wir uns auch bei dem Kinobetreiber, Herrn Mohamed El Mesaoudi vom Cinema und Rex und der eben auch dieses Autokino betreibt. Er hat letztlich den Anstoß gegeben, dass wir überhaupt diesen Gottesdienst machen können. Er hat Bruno Kurt, den Stadttechnikanten angerufen und dann hat der so überlegt, wie gehen wir damit vor und so ist das dann irgendwann bei der ACK gelandet, weil es eben eine ökumenische Pfingstveranstaltung sein sollte. Ich glaube, das war ein guter Schritt, den Sie da gemacht haben, auf uns zuzukommen, ohne uns selbst zu loben. Vielen Dank. Also den auch dann den... Dann haben wir da oben so ein schönes Schriftzeichen, WSW, die Internetleitung, die hier gestellt worden ist für unser Livestreaming, geht über die Leitung der WSW. Und Herr Romano hat mir gesagt, es wäre eine super gute Übertragung. Stimmt. Dann möchte ich noch einmal erwähnen, dass wir natürlich auch Unterstützung hatten durch das Stadtdekanat, durch Bruno Kurt, den Stadtdechanten, auch durch Superintendentin Federschmidt von dem Evangelischen Kirchenkreis. Auch
dem Öffentlichkeitsreferat des Kirchenkreises möchte ich danken, weil die eben doch diesen Gottesdienst in die Breite gebracht haben, in die Medien gebracht haben. Das ist auch eine gute Arbeit gewesen. Das sieht man ja, wie viele Leute reagiert haben. Allen ein ganz herzliches Dankeschön. Und ich glaube, wir werden den Gottesdienst so schnell nicht vergessen. Wir sammeln auch eine Kollekte, das machen wir natürlich online in Corona-Zeiten. Sie haben auf den Gottesdienstblättern hinten eine Kontonummer des Gesamtverbandes Wuppertal, des Evangelischen Gesamtverbandes Wuppertal, aufgedruckt. Da können Sie über eine Überweisung machen und wir sammeln heute für United for Rescue. Wahrscheinlich ist den meisten diese Einrichtung bekannt. Nach dem Kirchentag 2019 in Dortmund hat man eben sich zusammengefunden und wollte die Rettung der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer verbessern und verstärken. Hat ein Schiff auch mitgekauft und renoviert das mit, die Sea-Watch 4. Und die liegt im Moment noch im Hafen in Spanien. Und aus Gründen der Pandemie ist sie auch noch nicht ausgelaufen. Aber das wird kommen. Ein ganz wichtiger Kollektenzweck. Geben Sie einfach reichlich, denn das ist ja leicht zu überweisen. Leichter als das Portemonnaie rauszunehmen, da schon ein Scheinchen reinzulegen. Da kann man bei einer Überweisung die Zahl einfach ein bisschen größer schreiben. Und ja, zum Schluss dann noch zwei Dinge. Das eine ist, dass wir nochmal auf die Einweiser achten. Das sind nämlich jetzt Ausweiser, die uns rausgeleiten aus diesem Gelände, dass wir da keine Karambolagen irgendwie verursachen. Das zweite, lassen Sie einfach das Radio noch ein bisschen an, dann können Sie nämlich die Band noch ein bisschen hören. Ich weiß nicht genau, wie weit der UKW-Bereich geht, aber zumindest hier oben auf der Straße, also es wird gesagt bis zur Autobahn, also wenn Sie auf der Autobahn noch beschwingt fahren, wäre das natürlich sehr schön. Ja, es gibt eben ganz besondere Musik, eine Improvisation zu Großer Gott, wir loben dich, und die sollte man auf keinen Fall verpassen. Und wenn dann irgendwann der Ton weg ist, bei mir ist das so gewesen, als ich hier im Autokino war, auf einmal war nur noch so ein Rauschen, so, dann ist es halt auch vorbei. Ja, wir bleiben alle im Geist Gottes, im Heiligen Geist verbunden über Konfessions- und Blechgrenzen hinweg. Allen ein gesegnetes Pfingstfest weiterhin. Alles Gute, Gottes Segen. Tschüss. Yeah.
Thank you.
Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wunder.